Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe heute ein Teardown-Video von einem HP 17-X Serie Notebook. Das ist auch baugleich zum 17-Y. Dieses Notebook ist ein sehr weit verbreitetes Notebook, sehr oft verkauft, deshalb haben wir hier auch sehr viele spezifische Ersatzteile am Lager, wie zum Beispiel hier die Tastatur in zwei Farben. Die sind mit einem kompletten Topcase, da ist auch das Touchpad schon mit dabei. Dann der Deckel, den es natürlich auch noch in Silber gibt, der Frontrahmen, die beiden Scharniere, Displaykabel, dann die beiden Lüfter, einmal für dezidierte Grafik und einmal für integrierte Grafik. Dann haben wir hier einen Adapter für eine M2 SSD. Dann sehen wir hier verschiedene Akkus, Original und Nachbau, IPC-Akku. Und dann haben wir hier noch verschiedene Netzteile und K-Adapter, verschiedene Bauformen, verschiedene Wattanzahlen. Was wir da natürlich auch noch haben, sind die ganzen Standardartikel, wie zum Beispiel Festplatte, Display, Arbeitsspeicher und so weiter, was halt universell verwendet werden kann. Kommen wir nun zum Zerlegen vom Notebook. Und zwar fangen wir da mit der Unterseite an. Zuallererst natürlich mal den Akku rausmachen, damit das Gerät stromlos ist. Und dann müssen hier alle Schrauben raus, damit man die Bodenplatte abnehmen kann. Hier sieht man, da sind zwei Schrauben drunter, die sind hier gekennzeichnet. Da muss man dann diese Folie durchstechen mit dem Schraubendreher. Werdet ihr aber gleich sehen, wenn ich anfange. Von dem Gerät haben wir auch schon mal ein Video gemacht, wo man nur den Displaydeckel tausche. Da lässt sich hier nämlich anders wie beim 17-BS tausche, ohne dass das ganze Gerät zerlegt wird. Aber das könnt ihr dann separat anschauen, wenn ihr nur den Deckel tauschen müsst. Sobald Scharniere oder weitere Sachen getauscht werden muss das Gerät sowieso zerlegt werden. Hier sind noch Schraube unter der Füßle im Normalfall. Das ist bei dem Gerät, glaube ich, auch so. Ja. Muss man einfach mit einem flachen Werkzeug zwischen reingehen, ist noch zusammengesteckt und dann kriegt man es aber ganz gut weg. Wie man dann hier sieht, kommt man schon an fast alle Komponenten vom Innenleben ran. Das ist hier einmal der Kühler. In dem Fall ist er jetzt ohne die dezidierte Grafik. Sieht man hier schon vom Mainboard frei. Dann der Arbeitsspeicher. Hier ist jetzt eine M2 SSD verbaut mit dem Adapter, den ich vorher angesprochen habe. Da könnte man auch eine normale 2,5 Zoll Festplatte einbauen mit dem entsprechenden Rahmen. Ja. So. Dann machen wir weiter. Bauen wir das Mainboard mal aus. Sonst können wir nämlich die Scharniere nicht abbauen, dann kriegt man die Display-Einheit nicht weg. Ist darunter nämlich verschraubt. Beziehungsweise theoretisch reicht es, wenn man einfach den Kühler abschraubt. Dann müssen wir auch schon dran kommen. Da ist zum Beispiel eine Schraube, die muss raus. Wie man hier sieht, was mir gerade aufgefallen ist, hier sind zwei Verschraubungen vom Scharnier ausgebrochen. Die haben wohl schon gefehlt, das Gerät war nämlich noch nie geöffnet. Die müssen schon irgendwo verloren gegangen sein.
Das heißt, man muss hier auch am besten das komplette Topcase ersetzen. Das hält sonst nicht mehr richtig. So, jetzt muss man hier noch die Antenne abstecken. Auf der anderen Seite das Displaykabel. Und am besten auch die Strombuchse, die sitzt nämlich dahinter im Gehäuse. Wenn man hier jetzt die Schraube nicht mehr findet, da bietet man auch so Universal-Schraube-Kit an. Das können Sie dann bei uns auch bestellen, da müsste was Passendes theoretisch dabei sein. So. Im linken Bereich ist es jetzt ein bisschen schwierig aufzuklappen, dass an der Rückwand ja auch ausgebrochen ist. So, dann kann man sie wegnehmen. Aha, hier sind die beiden Schrauben. So. Kann man den Frontrahmen abnehmen. Auf der Seite hat er sich jetzt schon gelöst. Das macht die Sache natürlich einfacher. Muss man ein bisschen vorsichtig zu Werke gehen, dass man das Display nicht kaputt macht. Das sieht man sehr schön, dass es mit einem Bracket verbunden ist, was nach oben läuft. Wenn man das zu oft bewegt, bricht es ab, dann muss man das Scharnier gleich mittauschen. Also am besten rechtzeitig reagieren, dann kann man es nochmal verwenden. In dem Fall ist es jetzt auch noch in Ordnung. Im Prinzip muss man jetzt auch nur noch das Display losschrauben. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man das Kabel oder Steckverbinder nicht kaputt macht. Und dann noch die Scharniere wegschrauben. So. Dann muss man im Prinzip nur noch das Kabel entfernen und in den neuen Deckel einbauen. Die will anscheinend natürlich auch. Und dann das Ganze wieder retour zusammenbauen. Wir haben hier jetzt noch die beiden Topcases nebeneinander liegen. Da sieht man den Vergleich jetzt, was man alles umbauen muss. Das Touchpad ist hier schon mit drin, aber alles andere muss umgebaut werden. Hier sieht man auch, das ist ausgebrochen, das ist noch ganz. Ich zeige euch jetzt einfach, was man noch alles beachten muss oder Auseinanderbau abschrauben muss. Im Prinzip ist es nur viel Schrauberei und man muss halt auf die Steckverbinder ein bisschen achten, auf die Kabel. Das ist die USB-Platine mit den LEDs vom Einschalter. Was wir auch schon wegnehmen können, sind die Lautsprecher, die habe ich ja vorher schon abgesteckt. Dann kann man Festplatte entfernen. Die sitzt hier eben in diesem Adapter, den wir auch im Shop anbieten. Das ist der Adapter für das optische Laufwerk, den kann man aber am Mainboard hängen lassen. Müssen wir hier vorne das Tasteboard vom Touchpad ist das, abstecken.
Und hier noch vom Einschaltboard. Dann kann man im Prinzip schon zum Mainboard rausnehmen, wenn man es losgeschraubt hat. Ja, Tastatur muss man natürlich auch abstecken und die WLAN-Karte noch entfernen. So, da vorne ist noch eine Schraube. So, dann hat man das Mainboard auch schon in der Hand. Dann ist noch die Platine da vorne. Das sind die Maustasten. Da ist auch das Touchpad drüber verbunden. Die Strombuchse. Die ist auch nicht ganz unwichtig. Geklebt. So. Das Ganze muss man jetzt wieder ins andere Topcase einbauen und dann hat man auch das schon getauscht. So, das war's dann. Wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat, würde man uns über ein Like, Kommentar oder Abo freuen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.